Ja, verzeihen Sie mir, dass meine Stimme etwas belegt ist, aber irgendwie das Winterwetter hat Folgen, insbesondere, dass in Berlin etwas kälter ist als in Stuttgart, was ich eher gewohnt bin, das südlichere Klima. Ja, ich will erstmal beginnen mit der Debatte um den Mitgliederentscheid bei der SPD. Wir haben ja in diesen Tagen eine etwas seltsame Debatte über die Legitimität dieses Mitgliederentscheids. Das halten wir für völlig absurd. Es ist absurd, der SPD irgendwie abzusprechen, dass ihre Mitglieder über einen Koalitionsvertrag entscheiden. Koalitionen werden von Parteien gebildet. Und deswegen ist es auch ein demokratisches Recht, dass die Parteien bestimmen, wie sie ihren innerparteilichen Klärungsprozess organisieren. Die Hessische Linke hat zum Beispiel 2008 darüber abgestimmt, unter welchen Bedingungen sie Rot-Grün in Hessen tolerieren wollen. Also völlig klare Sache. Ernster ist aber für uns ein anderer Einwand. Wir hören in diesen Tagen immer öfter, dass offensichtlich neben dem veröffentlichten Koalitionsvertrag Nebenabreden getroffen wurden, auch über das Abstimmungsverhalten im Bundestag. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob der veröffentlichte Koalitionsvertrag noch einen Schattenkoalitionsvertrag neben sich hat, in dem dann unter Umständen doch andere Dinge drinstehen. Und Sie wissen, auch die Agenda 2010 war in keinem Koalitionsvertrag und wurde trotzdem verabschiedet. Was wir hier sehen, ist ein Koalitionsvertrag unter permanenten Finanzierungsvorbehalt. Und die große Frage wird dann sein, über was stimmen eigentlich die SPD-Mitglieder dort ab? Und die zweite Frage ist natürlich, ist es wirklich korrekt, darüber abzustimmen, ohne die Personalliste zu kennen? Weil natürlich es einen großen Unterschied ausmacht, wenn ich ein soziales Programm durchsetzen will, ob der Finanzminister Steinmeier, Gabriel oder Schäuble heißt und Schäuble ja als Sparkommissar bekannt ist, von daher kaum damit zu rechnen ist, dass er hier für Großzügigkeit in sozialen Fragen zu haben ist. Ich persönlich bin mir sicher, dass dieser Koalitionsvertrag nicht die Richtschnur des vierjährigen Regierens der Großen Koalition sein wird. Die Koalitionsteilhaber einigt vor allen Dingen das Interesse am gemeinsamen Regieren, an den Ministerpositionen. Sie haben in diesem Koalitionsvertrag keine Vision entwickelt, keinen Gegenentwurf entwickelt zur seitherigen Politik. Die zentralen Fragen der Zukunft sind weitgehend ausgeklammert. Insbesondere, wie gehen wir mit der Banken- und Wirtschaftskrise um? Wie wird die Europapolitik aussehen, damit Europa aus der Krise kommt? Wie wird der sozial-ökologische Umbau stattfinden? Wie organisieren wir künftig die Wirtschaft und die Arbeit? All diese Fragen sind nicht beantwortet. Wir sind überzeugt, dieses Land braucht eine sozial-ökologische Wende. Und der Koalitionsvertrag und die Regierungskoalition wird diese Wende nicht vollziehen können. Zweiter Punkt, NPD-Verbotsantrag. Der NPD-Verbotsantrag der Länder ist fertiggestellt. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind sehr dafür, dass die NPD verboten wird. Soweit bisher bekannt, werden hier klare Fakten zusammengetragen, dass die NPD in der Tradition des Nationalsozialismus steht, sich auch von der Politik niemals abgewendet hat. Sie hat eine identische Ideologie mit der nationalsozialistischen Ideologie. Sie sind per se sie machen per se eine Hetze gegen Flüchtlinge, Migranten, Andersdenkende, was mit unserer demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist. Und man kann es so ausdrücken, die NPD ist der verlängerte Arm der braunen Banden, die in der Gesellschaft bis hin zur Gewaltbereitschaft Jagd und Hetze auf Flüchtlinge, Migranten und Andersdenkende machen. Es ist für uns ein unerträglicher Zustand, dass eine solche verfassungsfeindliche Politik auch noch mit Mitteln der Wahlhilfe finanziert wird.
Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass das Verbotsverfahren größere Aussicht auf Erfolg hätte, wenn alle Verfassungsorgane dieses Verbotsverfahren unterstützen würden, insbesondere auch die Bundesregierung und der Bundestag. Und wir wollen ausdrücklich die SPD daran erinnern, dass sie in ihrer Oppositionszeit für den Verbotsantrag eingetreten ist. Sie hätte jetzt die Chance, in der Regierung hier auch dafür zu sorgen, dass der Verbotsantrag unterstützt wird. Drittens, der Bundesausschuss der Linken hat am Wochenende einen Wahlvorschlag zur Nominierung der Europawahlliste der Linken gemacht. Wie Sie wissen, haben wir ja ein zweistufiges Verfahren. Der Bundesausschuss, also sowas wie die Ländervertretung der Partei Die Linke, hat ein Vorschlagsrecht für den Parteitag im Februar in Hamburg. Die Liste wurde fertiggestellt, beziehungsweise der Vorschlagsantrag. An erster Stelle ist Gabi Zimmer, an zweiter Stelle Tobias Pflüger. Nach Losentscheid im Übrigen, nach dreimaliger Abstimmung, war Stimmengleichheit zwischen Tobias Pflüger und Thomas Händel. Dritter Platz Cornelia Ernst, vierter Helmut Scholz, fünfter Sabine Lösing und sechster Fabio De Masi. Es ist am Wochenende nochmal deutlich geworden, dass unsere Partei viele profilierte Europapolitiker hat und dass insbesondere viele junge Köpfe bereit sind, Verantwortung für die Partei zu übernehmen. Da ist mir ehrlich gesagt für die Zukunft der Partei Die Linke nicht bange. Dabei ist klar, wir hatten 51 Kandidaten und die Listenaufstellung wirkt natürlich ein Stück weit wie ein Nadelöhr. Und es ist ganz gut, dass wir eben ein mehrstufiges Verfahren haben. Der Bundesausschuss hat einen Vorschlag gemacht. Im Februar wird der Parteitag endgültig entscheiden, wie die Liste aussieht. Und ich bin der Überzeugung, er wird einen Listenvorschlag verabschieden, der allgemein in der Partei auf große Zustimmung stoßen wird. Wir wollen bei der Europawahl, es ist ja noch ein bisschen dahin, aber die Vorbereitungen müssen getroffen werden. Wir wollen bei der Europawahl um ein zweistelliges Ergebnis kämpfen. Wir werden mit einem klaren Bekenntnis zu einem sozialen Europa in den Wahlkampf ziehen und uns als Antithese zur merkelschen Spardoktrin und Austeritätspolitik definieren. Unsere Devise wird sein, ja zu Europa, nein zur Politik von Frau Merkel und der Troika. Für uns ist es wichtig, dass die Jugend und die Bevölkerung in Europa eine soziale und demokratische Zukunft bekommt.